Dass wir Gymnasiasten uns zu jeder Premiere drängten, war selbstverständlich. Wie hätte man sich vor den glücklicheren Kollegen gestellt, wenn man nicht am nächsten Morgen in der Schule hätte jedes Detail berichten können? Wären unsere Lehrer nicht völlig gleichgültig gewesen, so hätte ihnen auffallen müssen, dass an jedem Nachmittag vor einer großen Premiere, für die wir uns schon um 3 Uhr anstellen mussten, um die einzig zugänglichen Stehplätze zu bekommen, 2 Drittel der Schüler auf mystische Weise krank geworden waren. Bei strenger Aufmerksamkeit hätten sie ebenso entdecken müssen, dass in dem Umschlag unserer lateinischen Grammatiken die Gedichte von Rilke steckten und wir unsere Mathematikhefte verwendeten, um die schönsten Gedichte aus geliehenen Büchern uns abzuschreiben. Täglich erfanden wir neue Techniken, um die langweiligen Schulstunden für unsere Lektüre auszunutzen. Während der Lehrer über Schillers naive und sentimentale Dichtung seinen abgenutzten Vortrag hielt, lasen wir unter der Bank Nietzsche und Strindberg, deren Namen der brave alte Mann nie vernommen. Wie ein Fieber war es über uns gekommen, alles zu wissen, alles zu kennen, was sich auf allen Gebieten der Kunst, der Wissenschaft ereignete. Wir drängten uns nachmittags zwischen die Studenten der Universität, um die Vorlesungen zu hören. Wir besuchten alle Kunstausstellungen, wir gingen die Hörsäle der Anatomie, um Sektionen zuzusehen. An allem und jedem schnüffelten wir mit neugierigen Nüstern. Wir schlichen uns in die Proben der Philharmoniker, wir stöberten bei den Antiquaren, wir revidierten täglich die Auslagen der Buchhändler, um sofort zu wissen, was seit gestern neu erschienen war. Und vor allem, wir lasen alles, was uns zu finden kam. Aus jeder öffentlichen Bibliothek holten wir uns Bücher, verliehen einander gegenseitig, was wir aufschreiben konnten. Aber unsere beste Bildungsstätte für alles Neue blieb das Caféhaus. Das Caféhaus!